Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Moria. Oh, nicht schon wieder. Ja, ich muss mich viel besser schützen und so. Oh, ja. Okay. So, die eiserne Rüstung. Schon wieder zu weit gelaufen, ne? Oh, warte mal. Können wir das nicht auch anmachen? Ja, natürlich können wir es anmachen. Alles anmachen, was zum Anmachen geht hier, ne? Oh, die eine Statue, die können wir, die Uris. Uris Statue platzieren. Jetzt noch drei Stück. Jetzt noch drei Stück. Ich will jetzt aber noch mal gucken, wegen meiner Rüstung, Eisenrüstung. Nö. Da will ich jetzt noch mal schauen. Rüstung der Eisenberge. Kann ich sogar schon herstellen. Ja, klasse. Und jetzt natürlich... Ah, guck mal. Schön. Fehlt noch ein Helm, Handschuhe und Schuhe natürlich. Gut, später Nachmittag. Drück immer wieder den falschen Knöppel, ne? Okay, jetzt aber, komm. Lass dich nicht aufhalten von irgendwelchen Idioten hier. So, darum. Wir hatten hier noch ganz viele Statuen, ne, die wir aufbauen könnten. Jetzt sind wir hier. Hier hatte ich auch noch nicht alles erkundigt, ne? Da ist nochmal Eisen. Okay. Na, na, na. Ja, über die Brücke hätte ich auch laufen können, ne? Aber... Was haben wir denn hier? Stoffreste, ganz viel Möbel. Kann man die alle abreißen? Kann man nicht abreißen. Also kannst du nur deine eigenen Sachen abreißen, dann, ne? Alles andere musst du halt kaputt prügeln. Aber guck mal. Hier, eine Feuerstelle nochmal. Ganz in der Nähe. Sauber. Und er hat natürlich hier auch keinen Esstisch. Das heißt, wir bauen hier mal einen hin. Na, warum? Baumodus verlassen. Noch echt jetzt schon wieder die Nacht? Ich will doch nicht schon Moosbären. Ja, cool. Okay.
Gut, wir müssen aber wieder hoch. Hey Sarah, du hast hier überall Feuerstellen und so. Ist eigentlich schon ganz nett gemacht, ne? Gucken wir mal, was wir hier noch finden können. Tag 7, Zwielicht. Okay, restaurieren wir mal das nächste Teil. Handschuhe der Eisenberge. Ey, cool, 1 von 2. Ja, geil. Also die Statuen sind ganz wichtig, um neue Rezepte auch freizuschalten. Auch ganz nett. Da haben wir noch eine kaputte. Oh, halt. Da war eine Statue versteckt. Eisenstreitaxt. Aha. Gut. 1 von 2. Eisenstreitaxt. Geil. Naja, ihr seid da hinten. Lass mich mal gucken, ob ich hier. Guck mal, hier ist nämlich ganz viel Holz. Eigentlich wäre es doch ganz praktisch, wenn man sich hier ein bisschen aufbauen würde, ne? Da muss ich nämlich nicht so weit zurücklaufen. Was hat ja Platz hier? Oh ja, guck mal hier. Das hat eine Menge Platz hier. Ja. Guck mal, guck dir das mal das schöne Haus an. Dann würde ich doch mal sagen, kann man das da kaputt machen? Ja, Salz. Wir haben Salz erhalten. Pökelfleisch. Oh, Pökelfleisch. Gib mir mal meinen Hammer. Ah, das kann ich wieder reparieren, okay? Also ich finde das hier gerade ganz gemütlich hier in dem Haus. Okay. Ja, guck mal, das kannst du sogar komplett reparieren, das Haus. Ey, wie geil ist das denn? Alter Verfalter. Und guck mal, da haben wir ganz viel Platz. Oh, da würde ich doch tatsächlich unten anfangen. Mir das Ding hier mal zu restaurieren, ne? Und mir die Sachen hierher zu bringen. Oh! Na, bin schon wieder voll. Oh ja, komm. Können wir den Fußboden nicht reparieren? Ah doch, da war was. Oh, geil. Das ist ja mal eine geile Geschichte. Das ist aber eine einzelne Platte jetzt gewesen, ne? Okay.
Okay, also da brauchst du ein bisschen Zeit für. Warum kann ich das Holz kann ich hier nicht reparieren? Oh, ja, ich mache mich hier breit. Ich werde mir hier mein neues Lager aufschlagen. Dieses Haus gefällt mir. So, aber dann lass mich mal kurz nach oben. Kurz mal nach oben. Reparieren wir mal kurz die Ecke hier. Damit ich da mein Lagerfeuer schon mal aufschlagen kann. Wie geil ist das? Mal, den können wir auch reparieren. Oh, die Zwerge sind schon ein tolles Völkchen hier. Ja, warum machst du nichts? Ist schon okay. Warte mal, da ist die Treppe. Hier ist so ein Balkon. Achso, mir geht es schon wieder nicht ganz gut, ne? Verzweiflung, ja. Okay, Feuerstelle. Wir brauchen noch mal ein bisschen Stein. Ja, da kommt noch einer und noch einer und noch einer. Jawoll. Oh. Alter Verfalter. Oh. Ja, mitten in der Finsternis sind wir ja, ne? Oh, zu viele. Na, jetzt komm du mal weg da. Zack, zack, zack. Jetzt spieße ich euch auf. Oh ja. Okay, ich brauche mal geschwind ein bisschen Stein. Können wir hier ein bisschen Stein rauskloppen? Jawohl, hier können wir ein bisschen Stein rauskloppen. Reicht das schon für Feuerstelle? Nein, nicht ganz. Aber warte mal, kriegen wir aus der Erde nicht auch Stein hier? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch, Stein hier. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir hier mal geschwind. Können wir den nicht anmachen? Nee, können wir nicht anmachen. Schade. Oh, ich bin schon wieder fast am Abnippeln hier, ne? Feuerstelle. So. Wenn ich dich jetzt mal so dahin pack. Oh ja, komm, das machen wir. Dann brauchen wir noch einen Esstisch. Und den Esstisch. Den machen wir uns mal hier hin. Können wir irgendwas. Ja. I need a better weapon for this. Ah.
mein Fleisch. Noch 24 Sekunden. Komm, das schaffst du, mein Held. Das schaffst du, mein Held. Mein Held. Acht Sekunden noch. Oh Gott. Wo ist eigentlich das Pökelfleisch jetzt? Nicht hier. Wollte wahrscheinlich was anderes, ne? Gucken wir mal. Eine Wandfackel. Ist nicht so ganz an der Wand. Oh, komm mal hier. Machen wir dich mal dahin. Oh, das ist gut. Das ist schon mal ganz gut. Ja, er leuchtet schon mal ganz hell. Puh. Oh, Backe, 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 Kuchen. Oh. Pflanzbohnen, Pflanzkasten, Reparaturstation. Ich brauche hier so einiges denn wieder. Aber da Bett. Bett würde ich mir dahin machen, oder? Beanspruchen. Dann möchte ich hier noch eine Wandfackel haben. Genau, damit das hier mal erhellt. Erhellt, erhellt, der Held erhellt. Cool. Gefüllte Pilze, sonst viele Pilze. Bleib weg. Ich habe mit dir kein Hühnchen zu rupfen. Hölzerne Lagertruhe, da brauche ich Holzstücke. Oh, warte mal, dann machen wir mal hier nochmal eine Wandfackel. Genau, damit es auch schön hell wird hier. Sehr schön. Falsch. Ja, die wäre falsch herum. So, jetzt. Ah, die Wandfackeln machen schon ordentlich hell hier, ne? Okay, ich brauche Holzstücke. Na? Kommst du mal mit? Oh nein, da kommen schon wieder... Oh, so viele. Okay, hab dich aber. Oh ja, mittendrin. Mittendrin geht mir das Ding hier kaputt. So ein Mist. Wo ist der Reparatur? Eisenbarren. Ja. Okay. Wisst ihr was? Ich muss nochmal zurück. Ich muss Eisenbarren beschaffen. Genau, ich muss nochmal zurücklaufen. Da ist Holz. Ja.
Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn die Waffe plötzlich kaputt ist, ne? Oh. Ich hoffe jetzt, dass da keine großartig rumlungern, weil ich habe gerade keine Waffe. Oh, ich habe mich auch nicht entladen, ne? Ja, kenne ich ja, ne? Ach, die Sachen gehen immer wieder aus, ne? Der Morgen dämmert. Boah, das ist okay. Ja, die legen wir gleich mal dahin. So, noch zwei Stück. Dann ist der schon mal vollständig. Fackel ist erloschen. Ich weiß, habe ich gemerkt. Stellen wir mal her. So, Truhe. Ja. So, Salz, Moosbeeren. Ach, halt, warte mal, kann ich das nicht irgendwie stapeln? Ja, natürlich kann ich das stapeln, ne? So, Eisenbarren einsammeln. Und dann könnten wir eigentlich tatsächlich mal gucken, wie wir das anstellen. Da haben wir noch mehr Eisenbarren, die nehmen wir mal mit. Metallteile hier drinne. Elbenholz. Ja. Okay. Ah, ich wollte doch reparieren. Du kleiner Zwerg. So, reparieren, reparieren. Zack, zack, zack. Und dann gucken wir gleich mal. Und zwar die Schmiede. Ja, eins von zwei Fragmenten gefunden. Okay, da brauche ich noch ein bisschen mehr Fragmente. Wir könnten theoretisch auch noch mal in die andere Richtung latschen. Also da hinten, da waren ja auch noch Statuen, ne? Ja, guck mal, da laufe ich gerade schon auf einer zu. Gar kein Stein. Nee, haben wir gerade keinen Stein. Pflanzboden. Du besitzt nichts zum Einpflanzen. Kann man nicht abreißen. Schade. Ja, komm, hier haben wir doch Stein. Na dann kloppen wir mal ein bisschen Stein hier. Wer sagt denn, dass wir keinen Stein hier haben? Wir haben hier mehr als genug. Naja, mehr als genug würde ich jetzt nicht sagen. Na? Jetzt. Oh nö. Ja.
So, jetzt aber restaurieren. Mal gucken, was wir daraus bekommen. Handschuhe der Eisenberge. Ja, perfekt. Perfekt. Bin mir nicht sicher, ne, ob man hier auch noch irgendwann wieder entlang läuft. Na, guck mal, hier ist nämlich auch ein richtig geiles Haus mit einer Feuerstelle. Puh. Aber ich laufe jetzt erstmal zurück, weil ich glaube, dass da hinten, da ist noch eine Statue zum Beispiel. Und die Eisenstreitaxt freigeschaltet. Da ist auch noch mal eine. 4 von 10 Steine. Warte. Warte, wo haben wir Stein? Naja, Stein hier. Guck mal, die Erde abbauen. Da kommt ja auch immer ein bisschen Stein mit raus, so hin und wieder, ne? Mal gucken, was mir denn die Statue gibt, ne? Wir machen den Weg frei. Schlotze Island. Okay. Gut. Das müsste genug sein. Jawohl. Das nächste Wundervieh. Gegenstand erhalten. Münzen. Okay, dafür gab es jetzt noch Münzen. Okay, aber ich glaube, dann können wir nochmal zurück und dieser Handschuh und die eiserne Streitaxt vielleicht bauen. Aber das war es leider auch schon wieder für heute. Wieder ein bisschen was geschafft. Umziehen tun wir einfach bei der nächsten Runde. Ne? Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.